Ein 71-jähriger Rentner verursachte am Nachmittag des 24. August einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der sogenannten Mittelstraße in Zwickau. Er war gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw Renault auf die S-282 in Richtung Kirchberg aufgefahren. Nach rund 400 Metern überholte er einen Sattelzug Mercedes-Benz, obwohl an dieser Stelle nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. An der kurz darauf folgenden Fahrbahnverengung wurde der Renault zwischen Leitplanke und Lkw eingekeilt. Durch den seitlichen Zusammenstoß kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und kippte schließlich um. Der 49-jährige Trucker erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei dem Crash wurden mehrere Meter der Leitplanke beschädigt. Der Fahrverkehr war deshalb in beide Richtungen blockiert. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 63.000 Euro beziffert. Da am umgestürzten Sattelzug Betriebsmittel ausliefen, kamen die Berufsfeuerwehr Zwickau und eine Ölbeseitigungsfirma zum Einsatz.